Servusle, schön, dass du wieder mit dabei seid hier bei Franconi Live. Ich bin der Martin und heute backen wir einen leckeren Apfelstrudel, so wie ihn die Oma auch schon gemacht hat. Viel Spaß! Schauen wir uns an, was wir für unseren Apfelstrudel heute brauchen. Wir brauchen Zucker, wir brauchen Vanillezucker, ein Backpulver, ein wenig Rum, ein Zimt, Butter, Mehl, ein Quark und Äpfel. Freunde, als erstes fangen wir an mit unserem Teig. Da brauchen wir eigentlich weiter gar nicht drauf achten, was da jetzt als erstes gemischt wird oder dass man da erst Butter mit Zucker oder was. Kommt alles in die Schüssel rein. Machen wir jetzt Mehl, Backpulver, Vanillezucker, die Butter und den Quark. Und den kneten wir jetzt schön durch. Freunde, wenn wir dann unseren Teig durchgeknetet haben und wenn der schön geschmeidig ist, dann lassen wir den noch einmal für 10-15 Minuten ruhen. Und in der Zeit machen wir unsere Äpfel. Ja, Freunde, wie ihr seht, habe ich jetzt mal die Äpfel geschält, das Kerngehäuse rausgemacht und gewürfelt. Da habe ich euch jetzt mal nicht dabei gehabt, weil ich gehe mal stark davon aus, dass ihr wisst, wie man das macht. An unsere gewürfelten Äpfel tun wir jetzt noch einen Zucker mit dran, einen Zimt und unser halbes Stammbäder Rum. Das ist jetzt ein weißer Rum, man kann auch einen braunen Rum nehmen, je nachdem, was man da haben hat. Wenn wir dann alles drin haben, mischen wir das gut durch. Ja, das ist ein Duft, Leute, das ist unglaublich. Der Zimt und der Rum. Oh, das ist eine richtige Duftbombe, ist das. So, Freunde, dann geht es auch schon gleich weiter mit unserem Teig, wenn wir unsere Äpfel gemacht haben. Ich habe jetzt da ein Backpapier. Das hat ungefähr circa die gleiche Größe wie das Backblech. Und da werden wir jetzt unseren Teig auf fast die gleiche Größe ausrollen. Wenn wir dann unseren Teig soweit ausgerollt haben, kommen unsere Äpfel wieder mit ins Spiel. Die platzieren wir jetzt schön in der Mitte. Verteilen wir schön. Und dann klappen wir das erst von der einen Seite ein wenig ein, dann von der anderen Seite. Dann unten. Drücken das ein bisschen in Form und dann die andere Seite. Und ruhig ein wenig mit Zug arbeiten, den hindrücken. So, jetzt bringen wir das Ganze noch ein wenig in Form. Und nachdem wir unseren Strudel dann noch ein wenig in Form gebracht haben, darf er bei 180 Grad für ca. 20 bis 25 Minuten backen. Ja, so schaut er aus. Unser Apfelstrudel schon fertig bestäubt mit Puderzucker und jetzt machen wir noch ein Versuchele. Ja, Freunde, das war's für heute schon wieder. Jetzt machen wir noch schnell das Versuchele. Lecker. Schön fruchtig vom Apfel. Der Zimt kommt gut raus. Den Rum schmeckt man auch ganz gut. So ein Apfelstrudel ist auch übrigens eine leckere Nachspeise. Mit Vanillesoße, mit einer selber gemachten Vanillesoße. Ich verlinke euch das Video mal für die
Kartoffeln, wo wir die Vanillesoße selber gemacht haben. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns. Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.